Willkommen im Teil 2 des Freunde fürs Leben Bar Talks. Bei mir immer noch Düzen Tekkal. Hello again. Hi. Und hereinspazieren ins Assoziationsspiel. Kriegst jetzt Begriffe von mir und sagst, was dir spontan dazu einfällt. Erster Begriff ist Heimat. Deutschland. Familie. Ja, ja, die XXL-Familie. Also mein Sehnsuchtsort, mein Kraftzentrum und Schmerzzentrum, beides. Macht. Sollten wir keine Angst vorhaben. Religion. Identitätsstiftend, aber nicht verhaltensbestimmt. Frau sein. Stärke und Verwundbarkeit. Achtsamkeit. Etwas, woran ich lebenslang arbeiten muss. Identität. Das tiefste Gefühl, was wir Menschen wahrscheinlich haben. Angst. Ist dafür da, überwunden zu werden. Deutschland. Heimat. Ruhe. Wird überbewertet. Stolz. Ein großes Gefühl in mir. Verantwortung. Bedeutet handeln. Freiheit. Mein wichtigster Wert. Und unser Verein hier, Freunde fürs Leben? Notwendig. Notwendig, weil die Voraussetzung für alles, was man tut. Super. Tippitoppi. Das hat kaum jemand so on point gebracht. Elevator Speech mussten wir zu Hause lernen. Ist klar, weil so viel Zeit hast du nicht für elegische Reden, die man dann schwingen könnte. Mama sagt immer, komm zum Punkt. Komm zum Punkt, ja. Wir haben keine Zeit. Alles klar, dann weiß ich genau, woher das kommt.